bist und warum du hier bist. Ich bin Jutta Sundermann und ich bin aktiv bei ATTAC, unter anderem in der Kampagne Krötenwanderung, Bank wechseln, Politik verändern. Und auch in einer Kampagne, die eng damit zusammenhängt, zum Stopp von Agrarrohstoffspekulation. Magst du die Krötenwanderung kurz erklären? Ja, ATTAC ist ja ein globalisierungskritisches Netzwerk. Wir arbeiten seit vielen Jahren zu Banken, seit 2008, seit der großen Finanzmarktkrise, ganz besonders zu der Frage, wer hat die eigentlich losgelassen, beziehungsweise wo kamen die ganzen Entscheidungen her, die auch so gefährliche Finanzaktivitäten möglich machen und was tun die sonst so und hat sich was geändert seit der Krise oder nicht. Und da haben wir sehr viel fachliche Arbeit gemacht, sehr viele Hintergründe ausgearbeitet und manchmal gemerkt, dass es immer schwieriger wird, je tiefer man da reindringt, noch Leute auf der Straße zu erreichen, weil es doch viele komplexe Fragen waren. Und dann haben wir uns entschieden, nochmal ganz anders einzuladen zum Gespräch, nämlich mit der Frage, was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Und dann haben wir dazu nochmal recherchiert und dieses Mal aber übersichtliche 5 Kriterien, die nachvollziehbarer sind, glaube ich. Wir haben gefragt, welche Banken sind denn aktiv in Steueroasen und tragen damit dazu bei, dass dauernd die öffentlichen Kassen so leer sind. Welche Banken machen Geschäfte mit dem Hunger und verdienen an dieser Spekulation mit Agrarrohstoffen? Welche Banken sind im Lobbybereich stark und streiten ständig dagegen, dass es irgendwelche Regulierungen gibt, dass sich irgendwas ändert? Welche Banken investieren in Rüstung und Atom? Und wie systemrelevant sind die Dinge eigentlich? Welche sind auch vielleicht schon mit Steuermilliarden gerettet worden? Und das haben wir eigentlich nochmal zusammengetragen. Das war ja auch recht öffentlich 2008, aber manches vergisst man dann auch schon wieder. Und daraus ist eine Art Warentest geworden, Bankentest geworden. Und sind sehr viele gute Argumente von Banken wie der Deutschen Bank und der Commerzbank oder der HVB wegzugehen. Auch der Postbank natürlich, die gehört seit Ende 2010 mehrheitlich zur Deutschen Bank. Und wir haben dem Ganzen das Motto Krötenwanderung gegeben und das hat Scheunentore der Fantasie geöffnet. Wir haben sehr lustige Aktionsformen entwickelt. Es gibt regelmäßig Bankwechselpartys in vielen Städten und dann gibt es Bankwechselcocktails, die heißen Dax on the Beach, Specula Sao Libre oder Bloody Joseph. Und es gibt ein Bankwechsel-Tango mit rund um die Kröten haben wir wunderschöne Aufkleber, die zum Teil in sehr kleiner Form auf Münzen und Geldscheinen auch unterwegs sind. Wir haben einen Krötentunnel bei der Postbank in Bonn angelegt, weil wir gesagt haben, wenn es echt so große Probleme gibt, wie wir mit der Deutschen Bank gut begründen können, dann braucht man auch Hilfsmittel wie den Krötentunnel, den man aus dem Umweltbereich kennt. Und das Schöne ist, dass immer mehr mitmachen, sowohl immer mehr Individuen, die sagen, ich wechsle selber und ich habe auch Lust, die politische Auseinandersetzung mitzuführen. Ich komme mit zu einer Protestaktion, wir wollen bei der nächsten Hauptversammlung der Deutschen Bank auch wieder dabei sein und da ein bisschen für Überraschung sorgen. Und wir erreichen aber auch immer mehr Organisationen, die sagen, sie würden mitwirken, diesen Bankwechsel auch zu ihrem Thema machen. Da arbeiten wir gerade an einer gemeinsamen Bündnis-Homepage, damit all das, was wir ausgearbeitet haben, Checklisten, wie macht man das eigentlich mit dem Bankwechsel und was muss ich beachten und was so Porträts der Alternativbanken, die wir vorschlagen, damit man das nicht tausendmal neu entwickeln muss. Und kannst du sagen, wie das Feedback hier direkt auf den Planet ist? Also zum Beispiel auch auf die Krötenwanderung? Also, oder wie ist die Stimmung? Ich kann mich nicht beschweren. Wir hatten gerade einen Workshop speziell dazu mit 50 Leuten, die sehr gut mitgegangen sind und spannende, wichtige Fragen gestellt haben. Und einige haben hinterher sich auch eingetragen, dass sie mitarbeiten wollen ab sofort. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein wichtiger Punkt. Das ist nicht der einzige. Also ich war heute Morgen auch hier in einer Podiumsdiskussion mit dabei, wo es um die Regulierung von Finanzmärkten geht, also wieder die ganz große Ebene, die ganz große Frage. Und da gibt es schon immer natürlich verschiedene Zugänge dazu. Was kann man tun? Und
was ist denn genug getan und wann ist es immer noch nicht genug? Und da sind, glaube ich, schon viele, also das finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass man sagt, der Kontowechsel von einer Person ist natürlich noch nicht genug, um auf der Welt die ganz großen Fragen zu verändern. Das Schöne ist aber, dass wir diesen Schneeballeffekt beobachten und dass dann einer, der das macht, noch mit 10 Leuten redet und die wieder mit anderen reden und dass es einfacher fällt, als wenn man einsteigt mit den ganz großen Fragen, wie ein Eurobond-Konzept aussehen muss oder wie man an den internationalen Finanzmärkten mit einem umfassenden Börsen-TÜV die Zulassung neuer Finanzinstrumente verändert. Das sind Dinge, die so voraussetzungsvoll sind, dass dann der Schneeball stockt. Ja.